Herzlich willkommen zu unserem neuesten Anlagevideo für den Juni 2021. Das Thema Nummer 1 an den Finanzmärkten ist die anziehende Inflation und damit verbunden, ob Zentralbanken möglicherweise ihre ultraexpansive Geldpolitik früher als erwartet müssen zurückfahren und so der Konjunkturaufschwung wieder könnte ausbremst werden. Die Verunsicherung hat man zwar gespürt, indem gerade in Europa und auch in der Schweiz die längerfristigen Zinsen nochmal angestiegen sind, doch bei den Aktienmärkten ist es eher zu einer Seitwärtsbewegung auf höherem Niveau gekommen. Ist die Inflationsangst also nur ein Sturm im Wasserglas? Oder ist die Inflation gekommen, um zu bleiben? Sind jetzt Zentralbanken zum Handeln gezwungen? Und wie gehen wir anlagepolitisch mit dieser für uns überhaupt nicht überraschenden Situation um? Mehr dazu erfahrt ihr in den nächsten Minuten auf diesem Kanal. Schauen wir als erstes die wirtschaftliche Lage an. Und da können wir klar ein positives Bild zeichnen. Die Konjunkturerholung ist aus dem Industriesektor angetrieben worden und kommt jetzt laufend mehr Unterstützung aus dem Dienstleistungssektor über. Mit den Nachholeffekten, die sich zusätzlich entladen, erwarten wir den konjunkturellen Höhepunkt vom globalen wirtschaftlichen Aufschwung bereits im Verlauf des zweiten Halbjahres 2021. Wir gehen davon aus, dass die Wachstumsrate auch im 2022 klar überdurchschnittlich werden bleiben. Die Frage stellt sich in der Konsequenz, wieso steigen denn die Inflationsraten schon jetzt an, bevor die Konjunktur überhaupt ihren Vollaufschwung zeigen kann. Ausgelöst worden sind die Inflationssorgen primär von den USA, wo die Konsumentenpreise mit einem Anstieg von über 4% viel stärker als erwartet nach oben geschossen sind. Die Gründe dazu sind einfach zu finden. Mit der viel schnelleren Wiedereröffnung der Wirtschaft sind, zumindest temporär, Kapazitätsengpässe auftaucht, dann haben wir höhere Energie-, Rohstoff- und Transportpreise, also alles Faktoren, die sich kumulierend preistreibend auswirken. Aus dieser Konstellation stellt sich die Frage, ob jetzt die Inflation gekommen ist und zu bleiben. Und hier ist unsere Erwartungshaltung relativ klar. Wir gehen nicht davon aus, dass jetzt die Inflation davon galoppieren wird, da zahlreiche Effekte temporär sind und sich auch keine Lohnpreisspirale entwickeln wird. Darum erwarten wir über die Sommermonate Inflationsbuckel, die sich zwar wieder zurückbewegen sollte, vermutlich nicht mehr ganz komplett. Die Sockelinflation wird leicht höher bleiben, aber nicht auf einem Niveau, das sich der konjunkturelle Aufschwung gefährden sollte. In diesem Zusammenhang noch ein kurzer Blick auf die Zentralbanken. Mit ihren flexiblen Inflationszielen werden sie den Inflationsbuckel zulassen können, ohne dass sie gezwungen werden, unmittelbar ihre Geldpolitik zu straffen. Es ist uns auch bewusst, dass Themen rund um die Rückführung der Anleihenkäufe der Notenbanken zwar werden zunehmen. Die erste Leitzinserhöhung der US-Notenbank aus den heutigen Voraussetzungen nicht vor dem 2023 sollte durchgeführt werden. Wie immer zum Abschluss noch die Ausrichtung von unserer Anlagepolitik. Sachwerte bleiben klar gegenüber Nominalwerten bevorzugt. Das heisst, wir bestätigen unser moderates Übergewicht bei den Aktien aus Europa, den USA, Japan und den Schwellenländern. Die Schweiz behalten wir neutral gewichtet. Wir bleiben zuversichtlich für die zyklischeren sowie die klein- und mittelkapitalisierten Werte und haben das Segment auch entsprechend stärker gewichtet. Wir richten unsere Anlagepolitik weiterhin so aus, dass die Portfolios einen leicht steigenden Zinsanstieg bei den langen Laufzeiten verkraften können und setzen darum neben Aktien vor allem auf Immobilienfonds aus der Schweiz, Wandelanleihen und auch auf das Gold. Das wäre es bereits mit den Kurzinformationen. Mehr Details gibt es im monatlichen Anlagestrategiepapier oder auch in den Börsennews, die zweimal pro Tag von unserer Abteilung erstellt werden. Abonnieren könnt ihr die Newsletter unter www.valiant.ch/newsletter. Jetzt wünsche ich euch einen sonnigen und sommerlichen Start im Juni und auf Wiedersehen miteinander.